So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Unbound. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Dings. Wie ihr seht, habe ich mein Auto ein bisschen umgebaut. Also, was heißt umgebaut? Ich habe ihn bewusst schwächer gemacht, weil wir ja noch einige B-Events offen haben, die wir unbedingt noch fahren müssen. Unter anderem, was haben wir denn überhaupt? Die Takeover, das wir noch machen wollen. Wir haben hier kein Geld. Wir müssen also quasi das Takeover-Ding hier machen. Bisschen Geld rausholen. Gucken mal gerade, was hier unten noch ist. Ein A-Event. Also wir machen die zwei Takeover wahrscheinlich. Zumindest jetzt so in den nächsten zwei Folgen. So. Nada. Jo. Wir brauchen jetzt nicht bei den beiden Takeover brauchen wir nicht unbedingt das stärkste Auto. Hey Speedy! Rydell hat mir erzählt, wie Natu und Jess euch gestanden habt. Wusste gar nicht, dass ihr gute Freunde wart. Krasse Sache. Ja, wir waren wie eine Familie. War nicht leicht für Rydell als Jess. Komm, komm weg. Für dich war es bestimmt auch nicht leicht. Naja, ist kompliziert. Ich bin jedenfalls für dich da. Ich kann all die normalen beste Freunde Sachen. Aber kein Smalltalk. So eine beste Freundin bin ich nicht. Moment, ist das gerade Smalltalk? Ach, du hast mein kaltes Herz überlistet. Muss Geld für uns verdienen. Bis dann. Ah, tschüss, Tess. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Scheiße! Genau das habe ich. Halt dich für Gerücht. Na super, jetzt kriegst du aber auch noch Kopf an der Backe. Natürlich ist total toll, dass wir jetzt die Kopf an der Backe. Achtung, Subjekt unterwegs Richtung Dew Point View. Wir halten nicht mehr lange durch. Wilson hat mich abgehängt. Willkommen. Zielperson ist irgendwo bei Dew Point View entwischt. Ich breche ab, Zentrale. Halt ich für ein Gerücht. So, jetzt müssen wir uns hier unten gucken. So, meine Quatsch, Event. Und wir starten mit einer Wette und gehen rein ins Rennen. Dauert einen kleinen Moment. So, 36.800 sollen wir kriegen. Ja, wir haben dieses Rennen schon mal so ähnlich gefahren. Aber wir müssen Dinge auch noch mal fahren. Thank you.
Es wird nicht einfach werden, den jetzt zu knacken im ersten Rennen. Ich glaube, es wird definitiv nicht gereicht haben. Wir werden nicht da sein. I put it to you like this. I'd rather put money on my grandmother. Nee. Es hat leider nicht ganz geklappt, aber wir kriegen es schon noch hin. Ja, und es fehlt natürlich jetzt die Power, weil ich das Auto nicht exakt auf die B, auf Super B habe. Ich will halt diese zwei B-Events da fahren, weil wir ja 50.000 kriegen müssen. So, jetzt haben wir aber fast die... So, es fehlen noch 400. So, jetzt haben wir sie. Zwar knapp, aber wir haben sie. Hey, you driving like you stole it. I like your style. Yeah. So, diesmal haben wir es dann am Ende eingekriegt. So, das Geld gehört uns. So. Wen soll ich fahren? Kannst du mir helfen? Cops haben mich abgedrängt. Chacha möchte ein bisschen was von uns. Dann helfen wir erstmal einem Racer. Aber ich schwöre, wenn es wieder um Winkel geht. Ich habe diese Videoseite angesehen. Und manche Kommentare. Wow, ich sagte keine Kommentare, keine Deppen. Also diese eine Fahrerin meinte so, ob Jasmine echt mit einem geklauten Wagen fährt? Und es wird spannend. Geht um die Heights. Scroll, oh yeah. Ich mag dich echt, aber ich habe dafür keine Zeit. Warte, jetzt kommt das Beste. Semperfi 69 grinscht dazwischen. Danach entgleist alles total. Habt ihr Mikes neuen Lambo gesehen? Der kann jetzt Feuer speien. Feuer, okay. Und dann meint Nerves of Wheel so, Mike ist ein Idiot. Kiddo, bist du noch dran? Hörst du mich? Ihr
hört KRSFM News across the lake. Die Bürgermeisterin hat heute eine Stellungnahme zu dem Problem der illegalen Straßenrennen in Lakeshore veröffentlicht. Ist ein Unfall praktisch vorprogrammiert? Derzeit haben wir bereits über 20 Rennfahrzeuge beschlagnahmt und ihre Fahrer in Gewahrsam genommen. Ich frage Sie, welche Matschbirne findet es lustig, matschige Birnen vor einem Birnenstand zu verkaufen? Hm? Das ist irgendwie witzig. Wo ist er denn? Da. Ich überfahre den mal einfach ganz kurz dezent. Ein weiterer Renntag. Ich bringe den Racer zum Versteck. Vermeide die Cops. Hi, Charger? Ja, genau. Du musst mich von der Straße wegbringen. Ich muss zu meinem Safehouse. Schnell. Alles klar. Das war krass. Du kommst echt gut klar, das muss ich dir lassen. Danke für das Kompliment. Weißt du, man hat diese Tage echt keine Ruhe vor den Cops. Sie sind wohl auf einer Art Mission. Ja, wie kommst du darauf? Gehört zum Wahlkampf der Bürgermeisterin. Ja, ich glaube, sie macht sich in Lake nicht gerade viele Freunde. Macht verdirbt einen. Glaub mir, irgendwann werden die am Boden die an der Spitze auffressen. Ich mag mein Essen eher mit mehr Ballaststoff. Erhalte dir diesen Humor. Denn wenn hier alles hochgeht, solltest du bereit sein. Boah, viele Kopf, Alter. Sollte es dir auch, denn es betrifft uns alle. Wenn wir unsere Köpfe in den Sand stecken, ändert sich nichts. Wir müssen echt schon nicht aufpassen jetzt ein bisschen. Noch sind wir nur mit der Beobachtung. Vor dem ganzen Mist da draußen. Klingt taktisch. Wenn du mal irgendwo unterkommen musst, komm zu mir. Man muss aufeinander aufpassen, ja? Cool, gut zu wissen. Okay. Pass auf dich auf. Wir sehen uns beim Rennen. Claro. Mach's gut. So, Thema erledigt. Uns fehlen jetzt noch nicht mehr allzu viele. Ich gucke mich gerade mal um. Wir müssen dringend mal irgendwie. Ja gut, hier kostet das auch eintasten. Wir müssen halt. Boah, 50.000. Wie soll ich denn 50.000 hier zusammenkriegen? Drift-Event. Hier muss ich A plus fahren. 3.000 kostet ja 15.000, bringt mir das. Ja gut, aber das ist schwierig, das Ding zu fahren. Gerade weil es ein A-Plus-Event ist und wir doch nicht das Auto dafür haben. Hier wäre nochmal ein A-Event. Wir haben ja, hatten wir, das haben wir ja, ist ein Takeover nur. Das Auto haben wir. Und dann haben wir noch den Eclipse. So, ich überlege gerade, kann ich da irgendwo mal zu dem, ne, kann ich nicht, ne? So, da oben ist ein Event. Ne, wisst ihr, was wir machen? Wir hauen ab vor den Cops. Ich nehme die Kohle mit. Wechsel das Auto.
Komm. Wir müssen das Auto wechseln. Wir haben leider nur 3000. Das ist das Problem. 50.000 brauchen wir. Achtung, Leute, das ist keine Übung. Leute, das ist unsere 100. Folge. Uhuhu. Bei weitem nicht. So, dann ist das nächste Event das da. Aber das, liebe Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge an. Hier bei Let's Play Need for Speed Unbound.